Und jetzt höre ich schon die Leute in ihren Wohnzimmern in den Fernseher rufen, wir können nicht alle aufnehmen, wir müssen die Lebensverhältnisse in Afrika verbessern. Ja, und im Lebensverhältnisse verbessern, liebe Kinder, da ist die EU quasi Weltmeister. Herzlich willkommen zu Unlogo. Hallo Kinder, das hier ist Afrika, ein Riesenkontinent. Hat uns früher mal gehört. Aber andere Geschichte. Fragt mal euren Uropa. So, dem Afrika, dem geht's gerade nicht so gut. Deswegen hilft ihm die EU. Kennt ihr die EU? Schwer zu erklären. Da sitzen Beamte in einer Kommission und beschäftigen sich mit so Sachen. In der Kommission beschäftigen sich Beamten mit Klospülung, Duschköpfen, Staubsaugern, Glühbirnen und sonstigem Scheiß. Richtig, mit sonstigem Scheiß. Zum Beispiel verkauft die EU den Afrikanern den ganzen alten Fraß, den wir fetten Europäer nicht mehr runterkriegen. Unseren Butterberg, der steht bei uns eh nur rum. Oder leckere Teile von Hühnerleichen. Mia, 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 mia. In Westafrika haben diese von der EU hochsubventionierten Hühnchen bereits großflächig lokale Geflügelbauern in den Ruin getrieben. Buh, voll fies. Aber keine Angst, Kinderlein. Die EU macht in Afrika natürlich nicht nur den Hühnermarkt kaputt. Nein, wir machen denen auch noch den Fischereimarkt kaputt. Fangflotten der EU fischen da alles weg, was flossen hat, damit ihr immer billige Fischstäbchen kriegt, ihr kleinen verwöhnten Bratzen. Die haben den Afrikanern sogar ein Freihandelsabkommen aufgezwungen, was sie endgültig ruiniert, weil ihre Produkte gar nicht mit unseren konkurrieren können. Klingt gemein, aber... Die in unserer Gesellschaft zutiefst verankerte Ausprägung, den afrikanischen Kontinent helfen zu müssen, darf für uns keine Maßgabe der Politik sein? Ja, denn die EU ist eine, Achtung, schwieriges Wort, gewissenlose Bande von gierigen Wichsern. Fragt mal eure Mama, wie man das schreibt. Alles getreu unserem Motto, wir können nicht alle Probleme Afrikas lösen, aber wir können sie wenigstens verursachen. Und hey, Afrika hat doch immer noch seine illegalen Produkte, wie Elfenbein. Ja, aus Elfenbein kann man ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel die Zähne von Stefan Raab. Und deswegen erkläre ich euch nächste Woche, wie man einen Elefanten schießt. Töre!